Also, da sind wir wieder. Wir hatten ja schon über Netzwerkvoraussetzungen gesprochen. Heute soll es um das Streaming gehen. Es gab ja so ein paar ganz zaghafte Versuche, mal ein Konzert zu streamen. Das war letztes Jahr Mai, glaube ich, oder sowas. Und dann war aber mit dem Corona-Weihnachten 2020 war deutlich einfach, viele trauen sich nicht in die Kirche wegen der hohen Inzidenzzahlen und da muss jetzt irgendwie was passieren. Und dann haben wir uns ein Herz gefasst und gesagt, wir probieren das, das Livestreaming anzufangen. Über die Voraussetzungen mit dem Netz haben wir schon gesprochen, aber da ist ja noch so einiges anderes zu machen und zu bedenken, bis dann zu Hause auf YouTube so ein Livestream ankommt. Was sind da so die Komponenten, damit das am Schluss irgendwie einigermaßen funktionieren kann? Naja, das Erste natürlich ist, man braucht eine Kamera, um ein Bild zu kriegen, und man muss irgendwo einen Ton noch abgreifen. Das heißt, man muss entweder Mikrofone aufstellen oder, so wie wir es jetzt gemacht haben, direkt den Ton am Kirchenverstärker dann abzapfen, beziehungsweise dann auf der Empore oben noch extra Mikrofone für die Orgel und für die Sänger aufzustellen. Und ja, dann muss man natürlich ihr Bild und Ton noch irgendwie in den Computer bringen und auf die Reise ins Internet schicken. Jetzt gucken wir mal ein bisschen genauer noch hin. Also wenn man das so sieht, dann denkt man, das mit dem Bild ist das größte Problem. Da haben wir bis jetzt gar nicht so arg viel investiert und gemacht. Also was braucht man aber, um das Bild zu machen? Also eine Kamera haben wir, das ist einfach so eine Systemkamera mit so einem Zoom-Objektiv, die steht halt dann vorne im Altarraum irgendwo. Wie geht es dann an dem Punkt weiter, wenn es ums Bild geht? Na gut, man muss das Bild dann natürlich irgendwie aus der Kamera rauskriegen. Die meisten Kameras haben ja hier einen HDMI-Anschluss. Und da fängt es dann auch schon an. Nicht jede Kamera liefert tatsächlich auch das Live-Bild auf dem HDMI die ganze Zeit dann nach draußen. Da hat man aber Glück, da hat man von vornherein eine Kamera gehabt, die das unterstützt hat. Und dann ist die nächste Schwierigkeit, das Bild wieder in den Rechner reinzubekommen. Die meisten Rechner haben zwar hier einen HDMI-Ausgang, aber die wenigsten einen HDMI-Eingang. Das heißt, da braucht man dann auch wieder eine sogenannte Capture Card, die dann das HDMI-Signal entgegennimmt und das Bewegtbild dann dem Rechner zur Verfügung stellt. Das ist so ein kleines Gerät, so groß wie eine Geldbörse irgendwie, wo das HDMI-Signal reingeht und dann geht es per USB in den Computer. Genau, gibt es auch als USB-Stick. Gibt es ganz verschiedene Ausführungen, von 10 Euro bis vierstellige Summen. Ja, nach oben offen im Prinzip. Es ist ja ein Bindeglied dazwischen, buchstäblich nämlich das Kabel. Das hat ja auch so seine Limitierung. Ja? Das mussten wir auch lernen oder war uns schon klar, das kann nicht ewig lang sein, oder was ist da das Problem? Richtig, ja. Jede Leitung hat eine gewisse Dämpfung. Das merkt man zum Beispiel am Gartenschlauch. Wenn der zu lang ist, dann tröpfelt es vorne einfach nur noch raus. Und bei digitalen Daten ist es dann halt so, dass die dann auch nur noch rauströpfeln. Das heißt, das Bild würde dann das Ruckeln anfangen oder es würde einfach gar nichts mehr ankommen. Wir haben hier so ein etwa 10 Meter Kabel. Ne? Das reicht jetzt so gerade, um von der Kamera, die ja vorne in der Kirche steht, so durch einmal um die Ecke und durch die Tür in die Sakristei zu laufen. Aber das ist auch der Grund, warum wir bis jetzt noch kein Bild zum Beispiel von der Empore haben oder von irgendeinem anderen Punkt in der Kirche, weil das ist jetzt sozusagen von der Länge ausgereizt. Es gibt einen Ausweg mit einer anderen Technik. Genau. Ich will das mal ganz kurz skizzieren. Es gibt andere Übertragungsmöglichkeiten, zum Beispiel dieses SDI-System. Das läuft dann über ein anderes Kabel, das dann dafür ausgelegt ist, tatsächlich hier 100 Meter und auch mehr zu überbrücken. Also wenn man dann eine Kamera hat, die entweder direkt ein SDI-Interface hat oder man setzt einen Konverter ein, dann könnte man die natürlich auch entsprechend weiter wegstellen und hätte dann da auch andere Perspektiven mal zur Auswahl. Oder irgendwann dann auch mal den LAN-Anschluss oben auf der Empore, der noch kommen soll. Genau, das wäre die zweite Möglichkeit. Das hat man hier tatsächlich auch schon einmal im Einsatz gehabt, eine LAN-Kamera, die dann das Bild direkt über eine Netzwerkverbindung in den Rechner wieder einspeist und das dann so auf die Art und Weise überträgt. Weil Netzwerkkabel kann man auch relativ lang machen. Da ist man nicht so limitiert wie hier bei HDMI-Kabeln, die sonst eigentlich nur außen
Heimbereich verwendet werden. Das mit dieser zweiten Kamera, das war ja spannend. Das war in der Osternacht, jetzt 2021. Da war dann draußen am Osterfeuer diese eine Überwachungskamera, ne? Genau, das war im Prinzip eine mehr oder weniger handelsübliche Überwachungskamera, die dann halt einen LAN-Anschluss hatte und das Bild dann direkt als digitalen Datenstrom geliefert hat. Und das Bild ging dann einmal hier in unseren Rechner rein und von dort aus über YouTube. Aber wir hatten dann noch einen zweiten Kanal sozusagen, wo das Bild dann auf den Beamer auf der Empore ging und von dort aus dann an die Wand geworfen wurde, dass die Gläubigen dann in der Kirche dann auch sehen konnten, was draußen am Osterfeuer passiert ist. Weil dieses Jahr durfte man sich leider nicht am Osterfeuer versammeln, Corona-bedingt. Ja, das war so, eigentlich kann man sagen, mit Abstand das aufwendigste Setup, ne, mit dieser zweiten Kamera und die dann aber auch noch sozusagen auf zwei verschiedene Ziele eingespeist wurde, ne? Also live in der Kirche und dann in den Stream. Genau, ja, das ist ja dieser ganze Bereich Bild. Also jetzt gibt es ja Überlegungen, dauerhaft noch eine zweite Kamera irgendwie zu haben. Da ist eine Art von Kamera im Gespräch, das kann ich vorher auch nicht, diese PZT-Kameras, vielleicht können Sie das noch kurz... PTZ. Ach so. Fast richtig. Steht für Pan, Tilt, Zoom, also sprich für Bewegen, hin und her bewegen, neigen und zoomen. Das heißt, die Kamera ist dann fernsteuerbar. Man kann die dann ausrichten über ein Fernsteuerungsinterface und dann den Bildausschnitt jeweils wieder neu wählen für die Szene, was einen gerade halt interessiert. Genau, und da ist ja, glaube ich, die Idee, dass man die im hinteren Bereich irgendwo vielleicht unterhalb der Empore befestigt, die dann nach vorne schaut und dann eigentlich den gesamten Raum abdecken kann. Genau. Oder erfassen kann. So. Ja, das war jetzt so der Bereich Bild. Ich hatte eben schon gesagt, das hat uns eigentlich am wenigsten Kopfzerbrechen gemacht. Was viel spannender oder schwieriger war das Thema Ton. Also ich zumindest habe das ein bisschen unterschätzt, dass das so... Das ist auch nicht einfach. Ja, warum? Warum? Ganz einfach, weil man kann das sich eigentlich leicht vorstellen. Wenn ein Mikro weit weg ist, dann greift es auch eben halt sofort Umgebungsgeräusche auf. Es greift, fängt auch die Umgebung stärker mit ein. Das heißt, man hat auch sehr viel Störgeräusche drauf und darum geht es eigentlich, den Ton klar zu erfassen und nicht in den Brei von irgendwas anderem mit. Ja, also wir haben ja hier zwei Stränge, kann man so sagen. Ne? Also einmal die eingebaute Kirchenbeschallungsanlage, die Mikrofone vom Altar, vom Ambo und von den Sedilien verstärkt und die haben wir sozusagen angezapft. Das ist der eine Strang. Das hat aber auch schon so ein bisschen seine Mäuse gehabt. Ne? Was war da das Problem? Da hatten wir anfangs das Problem, dass es gebrummt hat. Das heißt, man hat das Kabel dann an den Rechner angeschlossen vom Verstärker und hat zuerst mal nichts anderes gehört wie so einen schönen, satten, tiefen Brumm. Und es war dann recht schnell klar, was da Sache ist. Das war eine sogenannte Masseschleife. Das heißt halt schlicht und einfach, es ist eine Schleife, die man irgendwie aufbrechen muss. Wenn man einen Faden hätte, würde man den einfach zerschneiden. Elektrisch, das Kabel kann man natürlich nicht einfach zerschneiden. Das heißt, man muss den Signalweg zerschneiden, man muss dann eine sogenannte galvanische Trennung einbauen. Und das hat man dann gemacht und dann war zumindest das eine Problem mal erledigt. Da war es doch noch so, dass ein Mikrofon ein Problem gemacht hat. Das, was Sie jetzt beschrieben haben, oder war das noch was Nein, anderes? Nein, das kam dann noch dazu, das war dann das nächste Problem. Wie man das dann gelöst hat, hat man dann auf einmal gemerkt, ein Mikrofon hat auch noch einen unabhängigen Brumm davon drauf. Und was man in der normalen Übertragungsanlage eigentlich fast nicht wahrnimmt. Genau, also in der Kirche über die Lautsprecher, da wird es nicht mit übertragen oder nur sehr schwach, also da fällt es praktisch nicht auf. Wenn man sich direkt an Lautsprecher hinstellen würde, würde man es hören, aber in der Bank hört man das halt nicht. Wenn man den Ton jetzt allerdings hier direkt abgreift, hört man das sehr wohl. Ja, und das hat uns tatsächlich ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Letztendlich haben wir dann den Kanal schlicht und einfach runtergedreht, wenn wir ihn nicht gebraucht haben. Aber dazu muss man erstmal rausfinden, wo das Problem ist. Und genau.
Dafür muss man erstmal rauskriegen, welcher Kanal das ist. Ganz froh, dass das eine Mikrofon dann sozusagen einfach erstmal außen vor bleiben konnte und es wird auch normalerweise ja nicht benutzt. Ne? Genau. Ja, das ist der eine Strang von der eingebauten Mikrofonanlage sozusagen, die wir dann einfach anzapfen. Man muss dazu sagen, die Kirche hier, die ist von 1963, 64 und ich meine, das ist auch noch der erste Verstärker von ziemlich guter Qualität. Der aber muss aber schon etwas neuer sein. Also ich glaube, es ist nicht 80er. Ganz der erste Verstärker, aber er ist schon sehr alt, aber trotzdem immer noch erstaunlich gut. Also wenn man heutzutage, glaube ich, einen Verstärker kauft, der hält nicht so lange. Genau, also das wäre natürlich auch mal noch so ein mittellangfristiges Ziel, dass man da vielleicht auch noch was macht. Aber das haben wir jetzt so gut ausgereizt. Ganz clean ist der Ton immer noch nicht von vorne, aber akzeptabel. Genau. Genau, das ist der eine Strang und der andere Strang, das ist, sagen wir mal, Emporenton oder halt der Musikton. Das ist alles das, was musikalisch oben läuft, also die Orgel, auch die Sänger. Wie war da der Weg? Das ist ja ein ganz anderer Tonstrang. Ne? Ja, das ist tatsächlich losgelöst von der Kirchenanlage. Da gibt es oben dann einmal zwei Mikrofone, um den Orgelklang aufzunehmen. Und dann hat jeder Sänger oben noch sein eigenes Mikrofon, dass man die auch entsprechend gut aufnehmen kann. Und das Ganze geht dann in Mischpult, das dann oben neben der Orgel steht. Da kann man das dann nochmal fein abmischen. Der Bediener sitzt dort. Genau. Und von dort aus geht dann Kabel einmal praktisch außen an der Kirche entlang, runter bis in die Sakristei und auch wieder in den Computer rein. Und da kann man dann entsprechend umschalten, ob man jetzt hier den Ton über die Kirchenanlage haben will, wenn also zum Beispiel Lesung ist oder Evangelium oder der Pfarrer spricht oder ein Lektor. Oder wenn jetzt die Orgel spielt und von oben gesungen wird, dass man dann den Ton von der Empore dann nimmt. Da gibt es auch nochmal so ein kleines Gerät, wir hatten es eben von dieser Capture Card für das Video. Genauso gibt es so ein Gerät, wo halt sozusagen das Kabel vom Ton oben von der Empore reingeht und was dann das Signal überträgt in die digitale Welt. Sozusagen. Genau, weil da sind wir wieder bei dem alten Problem. Jeder Rechner hat zwar eine Soundkarte, aber nicht jeder Rechner hat eine Soundkarte mit mehreren Eingängen. Noch dazu mit guter Qualität. Genau, noch dazu mit guter Qualität. Und was wir dann da außen dran haben, ist praktisch eine externe Soundkarte, die genau für sowas optimiert ist, um solche Signale hier möglichst rauschfrei und störungsfrei zu verarbeiten. Also ein Audio-Interface, so heißen die Dinger. Genau. Genau. Und jetzt haben wir eigentlich die Situation, dass der Ton oben von der Empore fast sogar besser ist als der vorne aus dem Altarraum. Was also ja nicht schlimm ist. Klangqualität. Ne? Ja. Na klar, da geht es ja auch um Musik, dann passt das dann schon. Ne? Genau. Ja, ich will jetzt haben wir diese eine Geschichte, Ton haben wir, diese beiden Stränge und Bild haben wir und dann kommt das alles in einen Computer rein, wo das noch sortiert werden muss. Wie läuft das? Ja, da braucht man dann natürlich ein Programm, das das Ganze zusammenmischt und das natürlich live und dann entsprechend konvertiert, dass man es dann direkt nach YouTube schicken kann und dass YouTube das dann weiterverteilen kann. Und wir nutzen dann eine Software, die heißt OBS, Open Broadcast Studio. Und die ist genau für sowas konzipiert, im Live-Betrieb hier Bild und Ton zusammenzubringen, zu mischen und umzukodieren und dann in hier YouTube zur Verfügung zu stellen zur weiteren Verteilung. Also im konkreten Betrieb sieht das dann ja so aus, dort in der Sakristei sitzt ein Regisseur, oft auch zwei, weil man ist dann wirklich ziemlich gefordert und beschäftigt. Man glaubt es kaum, man denkt, man könnte da vor dem Bildschirm die Beine hochlegen, aber dem ist überhaupt nicht so. Sondern muss man die ganze Zeit ziemlich auf der Hut sein. Was ist da so während der Gottesdienst läuft, was ist da so das Spannendste? Sagen wir es mal so, spannend ist eigentlich so ein bisschen vorauszuahnen, wann muss ich jetzt wieder umschalten, wann muss ich einen Ton umschalten, wann muss ich das Bild umschalten. Gut, es ist klar, nach der Lesung kommt ein Halleluja manchmal, wobei da geht es dann schon los. Es kann dann auch sein, es kann zwei Lesungen geben, dann kommt noch ein Antwortgesang und dann das Evangelium.
Also der Ablauf ist zwar von vornherein festgelegt, aber man weiß halt trotzdem nicht exakt, wann genau. Es hilft natürlich, wenn man hier weiß, ungefähr was an Lesung oder an Evangelium oder allgemein an Text kommt. Und ja, dann muss man halt entsprechend rechtzeitig aufs Knöpfchen drücken, dass man dann auch rechtzeitig Ton und Bild umschaltet. Zum Beispiel eben halt von Bild von der Standbildorgel hin wiederum zum Live-Bild. Genau, das ist auch noch sowas. Also wir haben ja nur die eine Kamera. Das ist ja wirklich so ein bisschen dürftig noch, ja. Aber wir haben das ja versucht, so ein bisschen aufzupeppen oder auszutricksen. Du hast es gerade schon angedeutet. Also wie machen wir das, dass man nicht die ganze Zeit nur das eine Bild sieht? Das sind letztendlich Szenen, die in dem Open Broadcasting Studio abgelegt sind, vorweg eben halt programmiert, festgelegt, eben halt auch schon beispielsweise Kyrie, Gloria und so weiter und so fort. Dort ist dann entsprechend schon, sag mal, ein bestimmter, die Tonkanäle vorgewählt und auch die Bildkanäle vorgewählt. Und man kann sich das dann eigentlich vorstellen, dass man dann aufs Knöpfchen drückst, du hattest das gerade schon gesagt, und dann eben halt der Wechsel von dem einen für den vordefinierten Stand auf den nächsten Stand dann stattfindet. Dann eben beispielsweise auch mit Einblendung von den entsprechenden Liedern, dass dann eben die Zuschauer, Zuhörer dann eben halt auch tatsächlich wirklich diese Einblendung dann bekommen. Genau, Texteinblendungen haben wir, aber was das Kamerabild angeht, da haben wir noch einen extra Trick drauf sozusagen, ne? Wir haben gemerkt, dass wir eigentlich ein sehr gutes Kamerabild haben mit sehr guter Auflösung. Und zwar eigentlich deutlich höher, als wir es hier für YouTube bräuchten. Und das erlaubt uns dann hier auch digital das Bild zu zoomen. Das heißt, man muss dann nicht vorne an der Kamera drehen am Objektiv, sondern man nimmt einfach das Bild und vergrößert es digital. Und dadurch, dass das von vornherein schon eine höhere Auflösung hat, als man eigentlich braucht, hat man dann noch entsprechend Reserve, ohne dass es dann gleich anfängt, pixelig zu werden. Das heißt, es gibt eine Szene, wo die Kamera in ihrer normalen Einstellung ist und eine andere Szene, wo man digital reinzoomt, also wo nur ein Ausschnitt von dem Bild zu sehen ist, dann sieht der Altar zum Beispiel größer aus, ne? Auch bei der Vorbereitung oder bei der Kommunion so, dass man einfach praktisch nur einen Ausschnitt von dem Bild sieht. Ne? Ich weiß jetzt gerade selber nicht, in welcher Auflösung streamen wir da? Ist das HD oder? Wir streamen momentan in 720p. Das ist das, was hier im öffentlichen Fernsehen als HD-ready beworben wird. Also wir sind nicht mit Full HD unterwegs. Eben auch aus dem Grund, dass wir ein bisschen Reserve haben. Und außerdem, je mehr Daten man halt prozessieren will, umso schwieriger wird das Ganze dann, das auch dann einmal durch die Leitung zu bringen. Man muss also dann entsprechende Bandbreite vorhalten. Die hätten wir zwar, aber es ist einfach von der Rechenleistung her einfacher, wenn man mit ein bisschen reduzierter Auflösung streamt. Und 720p ist eigentlich immer noch gut genug. Also da muss man halt auf Full HD gehen. Ja, wäre mal spannend zu wissen, wie die Leute das zu Hause angucken, aber viele werden es auf dem Handy oder auf dem Tablet angucken, dann ist das eh ein kleiner Bildschirm, da braucht man kein HD oder Full HD. Stimmt, wenn man es nicht im Heimkino zu Hause anschaut. Genau. Also was für mich eindrücklich war bei dieser ganzen Livestreamerei, das war, dass man unglaublich viel proben und testen muss. Ja? Also das ist anders, als wenn ich jetzt ein Video mache und es schneide, ja, so wie hier, stehen zwei Kameras und dann macht man das irgendwann zusammen und setzt sich in Ruhe vor den Computer. Natürlich, ich meine, du bist ja genauso gut auch Chorleiter. Es wäre ja eine absolute Illusion, mit einem Chor aufzutreten, der sich zwar mal die Noten angeguckt hat, aber nie wirklich zusammen geprobt hat. Der Ablauf und das Aufeinander einstellen, das braucht eben einen Vorlauf. Hier beim Streamen genauso. Da muss dann eben halt auch in Echtzeit jeder Handgriff dann auch einfach sitzen, sonst führt es eben halt zum Ausfall, was ja genau auch schon, glaube ich, mit dem Ton mal passiert ist. Ja, das ist natürlich immer ein unterhaltsames Thema. Können wir mal eine kleine Pannensammlung machen, das ist doch immer... Oh je, ich glaube, also, so klein wird die gar nicht. Wunden lecken nach jedem Gottesdienst, ne? Aber irgendwas passiert ja, ist ja immer... Manchmal hat man auch größere Sachen, die man dann auch hier im Stream mitbekommt als Zuschauer.
Aber das meiste, das schafft man dann doch hier im Hintergrund auszuregeln, auszupegeln, zu umschiffen, ohne dass der Zuschauer davon was mitbekommt. Aber es ist auch durchaus schon mal passiert, dass man dann hier auf die falsche Taste gedrückt hat und dann auf einmal auf Schwarz überblendet hat, ohne Ton. Und eigentlich wollte man den Pfarrer hier in Formatfilm zeigen. Ja, das bekommt man dann auch als Zuschauer mal mit. Aber wie gesagt, das meiste, das schafft man zum Glück hier hintenrum zu beheben, sage ich jetzt mal. Und dafür sind einfach die Proben vorher unerlässlich. Wenn man es täglich machen würde, dann wird man sicherlich nachher irgendwann so eingefuchst sein, dass man es nicht mehr proben muss und es funktioniert auch gut und sitzt auch jeder Handgriff. Aber die Gottesdienste sind eben halt auch immer wieder eine Woche weg. Der Ablauf unterscheidet sich dann doch immer wieder ein wenig und darauf muss man eben halt vorbereitet sein. Und jetzt sitzen wir hier zu dritt, aber zu der AG Digitales gehören ja noch, noch einige andere ganz tolle, kompetente Kollegen, die da mitmachen. Und da haben wir auch so ein bisschen das Problem, es macht nicht jeder jede Woche diesen Stream, sondern da muss man sich vielleicht nach 3 Wochen, 4 Wochen nochmal reindenken, auch wie war denn das noch und welchen Haken muss ich da setzen. Genau. Genau. Und es ist halt letztendlich doch eben einfach nur eine Live-Aufführung. Ne? Da kann man dann hinterher nicht mehr nachbessern, sondern es wie muss in dem Chor. Moment, wie ein Konzert oder beim Orgelkonzert. Genau, wie im Chor auch. Ne? Und das, was ich eben auch jetzt gerade an euch Ingenieuren so eindrücklich fand, dass dann so technische Probleme einfach systematisch eingekreist werden. Ne? Wenn, also ich sage jetzt mal ganz grob, wenn ihr eure Satelliten testet, dann müsst ihr auch systematisch, aber sowas von, ja klar. Dass das dann da oben auch funktioniert. Ja. Ne? Und ich als Musiker gehe da ja immer so ein bisschen was Forscher ran. Aber wenn wir jetzt hier den Brumm auf den Ton gehabt haben oder so, da das lieber eindrücklich zu sehen, ja jetzt machen wir jetzt das eine und dann testen wir das andere und nicht beides gleichzeitig. Genau, sonst weiß man ja nicht mehr, man hat jetzt hier 2 Sachen verändert, was war es denn jetzt? Wenn das Problem gelöst ist, ist ja gut, aber es könnte ja theoretisch sein, dass man damit auf einmal ein ganz anderes Problem wieder neu geschaffen hat. Genau, oder nicht weiß, wie man es gelöst hat, was dann auch nichts hilft. Ne? Genau. Vor allen Dingen, wenn man es nicht weiß, wie man es gelöst hat, weiß man ja auch nicht, ist es jetzt Zufall, dass es weg ist? Und das wollen wir ja gerade nicht. Naja. Und ist es dauerhaft, genau. Dass es dann 5 Minuten später auf einmal genau. wieder auftritt. Ja, jetzt haben wir, ich glaube, viele Dinge schon abgehakt. Also wie kommt das Bild in den Computer, der Ton, unsere beiden Tonstränge, dann dieses Zusammenmischen, sage ich mal, im OBS. Und jetzt auch so ein paar Sachen aus dem Nähkästchen vom Live-Betrieb. Ja, also das ist eben schon auch spannend. Und es war ja schon auch oft davor, dass dann wirklich, wenn der Gottesdienst beginnt, nichts da war oder hätte da sein können, ja, weil irgendwo noch was falsch eingestellt war. Das ist schon immer spannend. Habt ihr noch was? Achso, ja, ich habe mir aufgeschrieben, wir waren ja eigentlich ein bisschen überrascht, wie die Reichweite war. Also ich persönlich habe nicht damit gerechnet, dass das so viele Leute angucken. Oder ich weiß nicht, wie ging es da euch? Ja gut, das Ganze ist im Internet, von daher ist es jedem frei zugänglich. Und wenn man entsprechend sucht, dann findet man das Ganze auch. Und von daher, gut, wir sind jetzt nur eine, ich sage jetzt mal, relativ kleine Pfarrei. Ist jetzt nicht vergleichbar hier zum Beispiel mit Rottenburg, was halt auch einen gewissen Ruf und eine gewisse Reichweite hat. Aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass das Angebot so angenommen wird. Ja, wir hatten jetzt Aufrufe, sagen wir mal, zwischen 150 bis 800, 900 Aufrufe für was die ich enorm finde. Also da, ich war auch überrascht, ehrlich gesagt. Ja. Im Live-Betrieb, das kann man ja auch so sagen, sind es zwischen 15 und 50, also in dem Moment, wo der Gottesdienst live läuft. Live und also, parallel. Genau, genau. Das akkumuliert sich dann ja so im Laufe der ersten 2, 3 Tage irgendwie. Ja. Also wenn wir Samstag streamen, dann kann man das ja auch bis Sonntagabend irgendwie auch noch gut als Gottesdienst fürs Wochenende einfach anschauen. Mhm. Ja, und jetzt, heute ist praktisch der erste Tag, wo kein Gottesdienst mehr stattfindet. Also wegen Shutdown? Genau, im Ramsmoor-Kreis sind die Zahlen jetzt so, dass in den Kirchen kein Gottesdienst mehr stattfinden darf. Draußen ist es was anderes, ab nächster Woche wieder. Von daher sind wir jetzt da auch nochmal gefordert, möglichst dann auch jede Woche unseren Stream auf die Reihe zu kriegen.
Ja, ich denke, die Reise mit auch mit den neuen Medien, die wird weitergehen. Wir hatten jetzt gerade Anfang der Woche auch über Jamulus gesprochen, ein Programm, mit dem eben halt Chorproben auch live stattfinden können. Ich denke, diese Infrastruktur gehört heute einfach dazu. Und der Appetit kommt mit dem Essen. Wenn etwas da ist, dann wird es auch genutzt. Heute denkt auch keiner mehr darüber nach, ob man eine Kirche mit Strom ausrüsten müsste für die Beleuchtung. Das mag vor 110 Jahren eine Debatte gewesen sein, heute nicht mehr. Die St. Johanneskirche, ne, wir haben ja gerade Jubiläum gefeiert letztes Jahr, 125 Jahre, die hatte bei der Einweihung noch kein elektrisches Eben. Licht. Da sind dann irgendwann ein paar Jahre später so Genau. runde Pennleuchten reingekommen. Das sah Genau. bestimmt relativ gut an der Sperrwehr aus. Okay, ja, machen wir doch, da ist ein Punkt. Vielleicht können wir es bei Gelegenheit mal fortsetzen. Gerne. Gerne. Ich habe vieles erfahren und viele, die sonst nicht in dieser Kastei gucken können, was da so passiert, haben bestimmt auch das eine oder andere neu erfahren. Vielen Dank euch. Gerne. Gerne.